Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ganz wichtige Information natürlich für euch, wenn ihr das Video von gestern noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das gerne an. Da gab es nochmal ordentlich Packluck und alles mögliche hier im Libertadores Event. Und des Weiteren natürlich auch noch das Video von heute Mittag um 12. Da ging es um das Team 93er. Wie hat es geklappt? 45 Millionen Coins, Team Upgrade. Wie ist es alles passiert? Wer ist da alles neu drin? Also gern vorbeischauen, wenn ihr das Ganze noch nicht getan habt. Und dann kann ich euch auch ankündigen, also wenn alles klappt, wenn ich das alles hinbekomme noch, dann gibt es morgen um 12 wahrscheinlich noch ein unglaublich krasses Video. Ich muss jetzt gerade noch Dateien sichten und alles mögliche und zusammenschneiden und so. Aber ich war tatsächlich gestern bei meinem ersten Champions League Spiel, Leute. Ich war bei meinem ersten Champions League Spiel. Ich war bei RB Leipzig gegen Roter Stern Belgrad und ich habe ziemlich viel mitgefilmt. Ich konnte guten Stadionvlog, glaube ich, drehen. Muss ich natürlich noch alles zusammenschneiden und so. Wenn alles klappt, dann kommt das Video morgen um 12 Uhr raus. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich habe alle Tore drauf. Heftig. So, also, dann weiter geht's. Wir haben ein neues Event, Leute. Wir haben ein neues Event hier in FIFA Mobile. Ich wollte schon sagen, immer FIFA Mobile. Nein, in EA FC Mobile natürlich. UEFA Champions League Event, Leute. Wir gehen rein. Ich sag euch natürlich mal wieder, wie das Ganze so funktioniert. Wir schauen uns das Ganze gemeinsam an, damit ihr dann auch wisst, wie alles so klappt und so. Und wir gucken auch mal, was wir vielleicht von diesen Spielern gebrauchen können. Vielleicht auch, was Free-to-Play sein könnte. Also zuallererst einmal haben wir natürlich hier die Spiele täglich, die wir machen können. Wir kriegen UCL-Punkte. Ihr seht, ich habe schon 3 Stück gemacht. Es ist wirklich sehr, sehr viel zu spielen, muss man einfach sagen. Es ist wirklich gut was dabei, was man mitnehmen kann tatsächlich. Und hier zum Schluss dann eben noch täglich hier einmal ein 75- bis 85er Pack. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Kann man machen. Mit Glück hat man hier ein 85er drin. Naja. Gut, mit viel Glück wahrscheinlich. Wahrscheinlich gibt es dieses Glück gar nicht, was man dafür braucht. Aber egal. Und dann kann man eben hier auch noch Werbung schauen, wenn man möchte. Kriegt man insgesamt nochmal 15 UCL-Punkte. Dann gehen wir rein zu der Gruppenphase. Da kann man diese Punkte dann auch ausgeben. Und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich solide, würde ich sagen. Also man kann hier, wenn man auf die Wappen tippt, eben das ganze Zeug ausgeben. Gruppe A, und dann muss man eben immer oben anfangen. Also man fängt dann halt hier an bei Bayern und geht dann eben über Menu zu Kopenhagen und hier dann eben zu Gala und hat dann im Endeffekt hier die Chance bei 83 bis 85 einen heftigen Spieler hier zu ziehen. Die Wahrscheinlichkeit auf den 85er, wie ihr seht, liegt bei 1%. Also, naja, das sieht jetzt eher nicht so solide aus. Wenn man hier mal so weiterschaut, geht es natürlich alle anderen Gruppen auch. Ist ja klar. Und hier dann gibt es zum Schluss hier auch wieder dieses Pack und die Wahrscheinlichkeit auf dem 85er liegt bei 1%. Also, ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ziehst du da einen 83er raus, alles andere würde mich jetzt wirklich sehr, sehr überraschen. So, dann Topform Fokus. Auch was ganz, ganz Interessantes. Also, kurz die Regel. Man bekommt ein Guess mehr, wenn das Team 2 der letzten 3 Gruppenphase-Runden gewinnt. Zusätzliches plus 1 Guess, sobald der Spieler bestimmte Bedingungen erfüllt. Also, man hat hier Spieler und die können hier also insgesamt Maximum plus 2, also Maximum plus 2 Guess bekommen. Finde ich ganz cool. Da muss man eben, das ist auch so ein bisschen ans Real-Life-Fußball so angelehnt. Und da muss man halt dort immer gucken, ob die Spieler gut performen oder nicht oder was auch immer. Finde ich eigentlich echt cool gemacht. Das hatten wir ja auch schon in FIFA Mobile. Ja, muss man halt schauen. Also ich glaube, ist jetzt kein Spieler für mich mit dabei, muss ich ehrlich sagen. Ja, und an die Punkte, wie kommt man da ran? Entweder über FIFA Points oder man hat hier man holt sich hier die UCL Star Punkte, die bekommt man eben, ich glaube, in UCL Quests oder in UCL Hauptmodus Partien oder im Challenge Modus. Und ich habe halt ein paar Hauptmodus Partien gespielt, ja, und dann bekommt man eben hier diesen UCL Star Punkt. Ist auf jeden Fall hier Free to Play, klare Sache, kann man sich auch hier, dann auch einen 85er Almiron zum Beispiel abholen oder einen Marco Reus oder so. Ja, ist super Free-to-Play. Wahrscheinlich sogar mehrere davon, weil man eben jetzt auch schon, ich habe allein, ich glaube, 3 Stück oder so gespielt. Wie viel habe ich gespielt? Wie viele Partien? 3 Partien, genau, habe 3 von diesen Punkten bekommen. Also das ist auf jeden Fall sehr gut Free-to-Play.
Und hier sollte nämlich auch hier Rüdiger, sollte eigentlich, weil das Event geht 28 Tage, sollte eigentlich auch Free-to-Play sein, wenn man das Ganze mal so anschaut. Wenn man hier halt überall durchgegangen ist, zack, 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 müsste eigentlich nur Rüdiger schön Free-to-Play sein. Also finde ich eigentlich ganz cool gemacht, kann man so schon ganz gut annehmen, würde ich sagen. Ja, wir haben dann hier nochmal ein paar geile Partien bei Legendenvereinen. Da kann man hier aktuell für Real Madrid spielen und dann kann man hier Vereinstoken bekommen. Hier durchballern, das sind auch gar nicht mal so einfache Spiele, das wird dann immer schwerer gegen Ende hin. Und dann kriegt man auch ganz gute Boni, halt 10 Vereinstoken immer. Das Ganze wird aktualisiert nach 24 Stunden, wie man sieht. Also man hat hier richtig, richtig, richtig viel zu spielen. Das ist echt heftig und ja, man kann hier sehen, es gibt krasse Spieler wieder, wir haben Xabi Alonso, wir haben Butra, Gueno, Beckham, David Beckham, Iker Casillas, also das ist wirklich heftig, wir haben Gratis-Packs, man kann hier mögliche Boni in den 92er ziehen, eine Prime-Icon Xabi Alonso, ich fasse es nicht, ja, also echt heftig, was man hier so für Chancen hat tatsächlich. Das werden wir dann nochmal demnächst alles schön öffnen, alles schön mitnehmen. Und hier Vereinstoken sind natürlich auch übelst mit am Start, ey. Boah, das ist schon echt heftig. Das ist schon wirklich, wirklich heftig, was man hier alles so Schönes bekommen kann tatsächlich. Die Vereinstoken, dies kannst du in Kapiteln und Live-Events erhalten, und um sie gegen Bonus- und UCL-Programm einzutauschen, genau. Also so sieht's aus. Ich habe tatsächlich noch keinen richtigen... ja, kein richtiges Fenster gefunden, wo ich die wirklich auch eintauschen kann. Ich glaube, hier sieht man nur die Übersicht, wenn man auf die Spieler drauf tippt. Ja, das werden wir bestimmt dann noch demnächst erfahren, wo es die dann einzutauschen gibt. Auf jeden Fall, das hier ist alles gratis, das ist sehr, sehr geil. Wir können ja einfach mal noch kommen. Hier, wir sind gerade im Video, kommen, wir nehmen mal ein 70 bis 80er Pack mit. Vielleicht haben wir sogar Glück und ziehen was Krasses. Ne, 10.000 Münzen, okay. 10.000 Münzen nehme ich mit und... Ah, okay. Okay, einmal ist gratis und das zweite Mal dafür kann man dann die Punkte ausgeben. Ah, ich verstehe. Also, wenn man genau, man muss erst das erste, muss man 10-mal abholen und, ah, ich verstehe. Ich verstehe, okay. Dann ist wahrscheinlich das hier nicht Free-to-Play, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Ja, weil man bekommt ja pro Tag, also wenn man 1, 2, 3, 4... vier Partien hat man hier, man bekommt pro Partie 10 Punkte und das heißt, man muss das erste hier 10-mal abrufen und dann muss man das nächste 4-mal abrufen, aber ich glaube, das kostet dann auch ziemlich viel. Ich glaube tatsächlich, das sollte nicht Free-to-Play sein, aber auf jeden Fall wissen wir jetzt, wie es funktioniert, weil wir es ausprobiert haben. Das ist doch schon mal gut, dass wir jetzt da schon mal ein bisschen mehr Plan haben. Okay, gut, das soweit so gut, haben wir jetzt erstmal hier mitbekommen. Ich würde nochmal kurz schauen, hier gab es noch solche schönen Angebote, aber ich glaube, nee, das war nur das hier für FIFA-Points und so ein Zeug und hier halt mit den Punkten, das ist eigentlich klar. Soweit erstmal von dem Event an sich. Dann haben wir natürlich noch ein paar schöne Quests tatsächlich am Start. Ja, also hier wirklich super, super, super kann man wieder Punkte kriegen, UCL-Points und so ein Zeug. Ablauf in 56 Tagen, ne? Das ist schon mal eine gute Sache, denke ich mal. Und dann kann man auch hier Ablauf in 7 Tagen, haben wir hier auch was Neues noch mit am Start. Und dann hier nochmal die UCL-Punkte kriegt man hier nicht, sondern eben hier nochmal ein paar Gems. Also das ist schon mal ganz gut gemacht. Das ist schon mal ganz gut gemacht, das kann man auf jeden Fall hier ja, schön durchballern. Und hier gibt es nochmal einen Dudek, den kann man sich auch holen, finde ich ein ziemlich cooles Card-Design. Brauche ich jetzt nicht ein 81er Dudek oder so, aber sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Also kann man auf jeden Fall mal machen. Der sieht wirklich, also vom Card-Design her, mal was ganz anderes. Aber ja, warum nicht, ne? Auch einfach mal was Neues probieren. Das ist doch nicht schlimm. Das ist doch nicht schlimm. Thema Libertadores haben wir jetzt auch noch hier. Da gibt es... Na komm, machen wir doch schnell hier das Gratis-Pack hier im Stream auf. Nicht im Stream, sondern im Video auf. Vielleicht haben wir Glück, ein 78er immerhin. Und da haben wir jetzt auch hier die K.O.-Phase. Und da können wir nämlich hier auch nochmal noch mehr Spiele pro Tag spielen. Und hier auch nochmal noch mehr Punkte also insgesamt auch bekommen. Man kann hier nämlich jetzt auch 70 bis 94, also man kann hier nämlich auch jetzt krasse Spieler auch ziehen tatsächlich. Man kann auch Zico zum Beispiel jetzt hier in den Packs haben. Also absolut krass auf jeden Fall, dass der jetzt hier auch mit dabei sein könnte. Man bekommt auch wieder Event Pass Credits und so. Also das lohnt sich auf jeden Fall zu spielen. Es gibt sehr, sehr viel, also jetzt insgesamt hier zu spielen. Das ist echt, echt krass, was hier EA eingebaut hat.
Boah, Leute, das ist schon ordentlich heftig. Dann können wir noch in den Shop reinschauen. Natürlich, wir haben hier neue Angebote, ist ja ganz klar. UCL-Gruppenphase haben wir hier. Dieses Angebot zum Beispiel ist, finde ich, ziemlich, ziemlich cool. Da kann man wieder seine Gems rein verpulverisieren. 10 Käufe pro Tag hier, für das ist auch ganz cool. Und halt so diese Standardpunkte. Dann kann man aber auch noch, das ist, finde ich, auch ganz cool, noch wenn man ein paar Punkte übrig hat von diesem Willkommens-Event, kann man die auch nochmal hier reinballern für UCL-Punkte. Das ist auch echt nice gemacht eigentlich. Da kriegt man dann direkt hier schon mal gut was mit. Also hier auch von diesen Startpunkten, da habe ich auch 1095. Da kriege ich leider nur Münzen davon. Dafür schade. Und von diesen Passpunkten, da habe ich noch 30 Stück. Okay, also ich kriege immerhin jetzt direkt am Anfang schon mal ordentlich was mit. Und jetzt können wir noch 70 bis 88 noch schnell öffnen. Vielleicht haben wir Glück. Nee, haben wir nicht. Finde ich eigentlich ganz cool. Genau, empfohlen. Was gibt's noch? Gibt's hier noch was Neues? Leider nicht. Limitierte Angebote. Ja, gibt's halt die Standard-Packs. Außer das hier. Das sieht mir ein wenig anders aus. Für 25 FIFA-Points. Da hat man die Möglichkeit, einen Backham zu ziehen. Ziemlich krass tatsächlich. Finde ich cool. Es gibt auch einen Saka als 90er RF zum Beispiel. Finde ich auch ganz cool. Kann man auf jeden Fall machen hier. Mit Saka, Griezmann, Trippier, Casillas. Ja, Neuer habe ich auch gesehen. Wir können nochmal gucken, die anderen Spieler, was es da noch so für Spieler gibt. Hier in der Champions League, also Haaland, Bellingham, Lewandowski, Xabi Alonso, Butragueno, Kimmich, Martinez, Bernardo Silva. Das sind schon krasse Spieler dabei, Leute. Da sind schon ordentliche Brecher dabei. Also wen wollt ihr haben, schreibt es mal gerne in die Kommentare tatsächlich. Würde mich auf jeden Fall mal hier interessieren. Und ja, also krasse Spieler hier, Leute. Krasse Spieler, die hier am Start sind. Wir können nochmal kurz bei dem anderen Pack schauen, was es noch für andere Spieler gab, die wir jetzt nicht gesehen haben tatsächlich. Also Saka, Neuer, Ödegaard, Rüdiger, Musiala, Rashford, Shalalolu, Immobile, Walker, Gavi, Sané, Di Lorenzo und Koundé. Okay, aber krasse Spieler auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Dann neue Packs haben wir hier nicht bei Libertadores. Das ist gleich geblieben. Turnier haben wir hier neue Punkte, neues Zeug hier, was wir auch holen können tatsächlich. Ey, das ist so viel, Leute. Das ist so, so viel. Also wenn wir hier können wir wirklich 80 bis 94er Packs öffnen für die Turnierpunkte und so. Da haben sie sich auf jeden Fall mal was überlegt, Leute. Boah, da werden wir bestimmt auch schön reingehen können. 85 bis 94er Pack und sowas. Boah, da habe ich so Bock drauf, mit den Turnierpunkten was zu machen. Ey, da haben sie richtig viel reingeballert. Also wirklich super. Und dann Division Rivals haben sie auch neue Packs reingebracht. Da spare ich wahrscheinlich auf das Pack hier. Ich habe aktuell 9000 Punkte. 12.500 brauche ich. Let's go, Leute. So sieht's erstmal aus. Also richtig viel zu machen, viel zu spielen. Was sagt ihr? Schreibt's wirklich gern mal in die Kommentare, Leute. Krass, einfach nur krass, es ist viel zu machen, viel zu spielen, Herausforderungsmodus auch noch Neues mit dabei, also wirklich, es ist überall irgendwas zu tun. Was meint ihr, schreibt es in die Kommentare, wir sehen uns morgen wieder, bis dahin, bis zum nächsten Mal und tschüss.